Sie haben nun 2500 Jahre Denkergeschichte mit uns zusammen erlebt. Sie haben wahrscheinlich das eine oder andere mit uns gelitten, verstanden, durchlebt. Wir machen nun kein Resümee. Wir wollen nicht das Ganze nochmal wiederholen, sondern wir überlegen jetzt zusammen mit Ihnen, was lernen wir eigentlich aus diesen 2500 Jahren? Was ist passiert, was uns heute noch bedeutsam ist? Also eine Art von Bilanz. Das Erste, was uns heute als eingebildete Rationalisten, also Menschen, die denken, sie seien gescheiter als andere, einfällt, ist, wir kommen uns sehr viel klüger vor als zum Beispiel die Vorsokratiker. Ja, und viele kommen sich klüger vor als Platon oder Augustinus oder Thomas von Aquin. Sind wir das wirklich? Das ist die Frage, Harry. Du bist sehr herzhaft. Das ist ja wirklich sehr herzhaft. Mir jetzt so den Stab zu überreichen, nun soll ich als typischer Vertreter derjenigen, die meinen, sie wüssten alles besser, ne? Also Physiker, soll ich jetzt was dazu sagen? Ich muss aber Luft holen, deswegen. Ja. Also ich glaube ja, ehrlich gesagt, wir wissen tatsächlich eine ganze Menge mehr. Ja. Aber ob wir klüger sind, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Was ich einfach interessant fand und finde, um es mal so zu, weil ich diese Sendung im Grunde genommen ist sie ja nur ein Hinzeigen auf, Mensch, beschäftigt euch mit Philosophie, das ist doch eine so interessante Sache. Was ich interessant finde, ist, dass wir, glaube ich, schon rausgearbeitet haben, dass in diesem Teil der Welt, den man das Abendland nennt, eine ganz bestimmte Art des Denkens erfunden worden ist. Und das ist so gut erfunden worden und hat sich so gut eigentlich etabliert und bestätigt, dass es kaum noch jemand gibt, der auf dieser Welt irgendwas tun kann, ohne nicht in irgendeiner Art und Weise etwas zu verwenden, was in der abendländischen Philosophie zuerst gedacht worden ist. Also insofern finde ich schon, sind wir eine ganze Menge weiter als diese ersten Philosophen, weil die hatten natürlich auf der einen Seite den Vorteil, das Einfache war noch nicht gedacht, zumindest ist noch nicht publiziert worden. Und, aber auf der anderen Seite hatten sie auch nicht die Methoden und die Mittel zur Verfügung, um zu gucken, ob denn ihre Fragen in irgendeiner Art und Weise auch tatsächlich beantwortbar sind. Ja, das ist richtig. Der Gestus der Fragen, der ist doch aber ähnlich geblieben. Also Gründe suchen, auf den Grund gehen wollen. Ja. Das tun wir doch heute noch. Ja. Also ich würde uns ja, es gibt ja viele Bezeichnungen, was Menschen sind, das Wesen, das Bindung sucht und der spielende Mensch und so weiter und so weiter. Ich würde denken, dass wir auf jeden Fall eines sind, wir sind kausalitätssüchtig. Mhm. Es ist nicht immer so, dass man direkt die Gründe findet, weshalb die Welt so ist, wie sie ist. Aber wir möchten es gerne wissen. Es scheint sich in uns etwas entwickelt zu haben, was uns nicht ruhen lässt, sondern wenn wir was vor uns haben, sei es ein Phänomen, sei es eine Gesellschaft, sei es was auch immer, wir würden gerne wissen, wo ist das hergekommen? Wie ist es zustande gekommen? Und was natürlich im nächsten wichtigen Punkt, was machen wir damit? Mhm. Ja? Also was für Konsequenzen hat das? Ja. Und dann sind wir immer sowas wie, zumindest in der Philosophie finde ich das ganz stark, Gast und Mitspieler. Mhm. Also man guckt erstmal, man sitzt praktisch auf der Tribüne, wird ausgerüstet mit allen möglichen Utensilien, um sich das Schauspiel der Welt anzugucken, also wirklich mit einem sehr feinen und scharfen Opernglas, guckt man und kaum hat man sich's versehen, steht man selber auf der Bühne, wird von anderen angeguckt, ist mittendrin im Spiel und man kann dann aber, wenn man von der Philosophie ein bisschen was verstanden hat, immer wieder zurückgehen. Ja. Man kann Distanz wahren. Stimmt. Ja? Ich nehme mal gerne diesen Gedanken mit der Kausalitätssüchtigkeit auf. Ja. Wenn ich jetzt überlege, was haben wir denn heute nun besser verstanden unter Kausalität als, sagen wir mal, Aristoteles, ja, dann fällt mir zunächst mal auf, wir reden heute eigentlich nur noch über einen Typ Kausalität, während Aristoteles über vier geredet hat. Ja? Ja, ja. Also wir reden nur über die Causa Efficiens, also die Wirkursächlichkeit. Ja. Wir denken nicht mehr an die Zwecke, wir denken also nicht mehr an das große Ganze, was verbindend wirkt. Ist das nicht eigentlich eine, naja, Verkürzung der Kausalität? Denn wir holen doch heute wieder mit allen möglichen anderen Figuren im Denken das wieder ein, was uns den Blick auf das Ganze gestattet. Klar. Also
da muss ich dir, ich sag's nicht gern, aber ich stimme dir zu. Deswegen trinke ich jetzt mal einen, wenn du auch nicht. Cheers. Cheers. Ja, ich, da bin ich sofort dabei, das weißt du ja. Cheerio. Cheers. Auf Aristoteles und alles, was davor und danach gekommen ist. Aristoteles hat es eben wunderbar hingekriegt, weil er vieles noch nicht wusste. Er hatte den großen Vorteil, dass er vieles noch nicht wusste. Er ahnte offenbar schon einiges, wusste aber vieles nicht. Und das Fatale ist nun, dass er mit am Beginn einer Entwicklung steht, die diese unterschiedlichen Gründe sehr stark gesammelt und sortiert hat. Also auf der einen Seite, er hat ja zum Beispiel auch eine Causa Finalis, eine Letztbegründung. Ja, was ist denn der Grund für alles, was da ist? Das haben wir ja ganz zu den Akten gelegt, das ist ja gar nicht mehr angesagt. Sondern man möchte heute einfach, im Rückblick der Philosophiegeschichte kann man das ganz klar sehen, was hat denn den meisten Erfolg gebracht? Mhm. Nämlich die Suche nach diesen Wirkursachen. Mhm. Weil damit verbunden war ein Programm, wie man diesen Wirkursachen nachgehen kann. Ja. Ja. Das ist der, also das darf man nicht vergessen, dass diese positive Rückkopplung da war, Mensch, daraus lässt sich ja ein Programm machen, oder es wurde eins daraus. Da sind wir ja ganz schnell dabei, von der Antike ins Mittelalter springend, da gab es zwar noch die Auseinandersetzung mit der Religion, wie kriegen wir Gott mit der Vernunft zusammen, ne? Das ist aber, würde ich fast sagen, geschenkt, sondern interessant war dann in dem Moment, wo man angefangen hat, dieses Programm wirklich abrollen zu lassen, die Welt hat sich völlig und total verändert. Ja. Und dann ist es kein Wunder, wenn alles so unglaublich gut läuft, never change a running system, wie es so schön heißt heute, dann veränderst du es auch nicht. Ja. Ob das gut ist, das ist eine ganz andere Frage. Denn wir sehen ja auch, dass in der Philosophie des 20. Jahrhunderts auf einmal diese Reflexion kommt, Mensch, was hast du da gemacht? Mhm. Ist das, was wir gemacht haben, das, was wir wollen? Oder müssen wir vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen? Ja. Und ich würde fast sagen, die Philosophie muss sich heute der Aufgabe stellen, das Undenkbare zu denken, nämlich wirklich Systemwechsel zum Beispiel zu denken. Können wir es uns weiter leisten, so auf die Causa Efficiens zu setzen, oder müssen wir vielleicht ganz andere Gründe für unser Tun finden? Ja, ja. Ja, das ist eigentlich auch mein Vorschlag, wenn ich überlege, was für ein Reichtum wir heute an Detailwissen haben. Mhm. Und das vergleiche mit der Armut oder mit der Unfähigkeit, diesen Reichtum nun zu nutzen für ein Bild, das Aristoteles noch mit seiner Vier-Ursachen-Lehre herstellen konnte, dann ist doch irgendwas schief. Ja. Also ich plädiere jetzt nicht dafür, dass wir den Aristoteles wieder rezipieren, weil, der sagt ja schon, der wusste einfach zu wenig verglichen mit heute. Aber wir haben irgendwie einige Äste abgeschnitten, die uns das Gesamtbild wieder präsentabel machen. Richtig. Ja. Also kann man denn auch, sagen wir mal, jetzt noch nicht nur was die Philosophie angeht, weil die ja immer weniger im Lauf der Geschichte wissen konnte durch die Entwicklung der Naturwissenschaften, kann man denn sagen, auch für die Naturwissenschaften, dass je mehr Detailwissen erschlossen worden ist, desto weniger waren die, oder desto geringer waren die Chancen, das Ganze zu verstehen? Also das, was du so erzählst, das, ich würde da gerne mal ein Bild draus machen. Mhm. Es gibt so dicke Seile durch die Geschichte und diese oder dicke Wege, große Wege, Autobahn der Erkenntnis, wo es um das große Ganze geht, wo es also wirklich darum geht, Teile von Bildern, richtig große Teile von Bildern aufzuzeichnen und zu sagen, okay, das ist das, was uns antreibt. Und wenn man dann von dieser Autobahn abfährt, dann hat man also erstmal was mit Bundesstraßen zu tun. Da ist schon mal weniger Verkehr, meistens zumindest. Und wenn man von so einer Bundesstraße runterfährt, dann kann man auch auf so kleine kommunale Wege kommen. Und ganz am Ende kommt man vielleicht auf einen Feldweg, vielleicht sogar auf einen Waldweg. Der große Vorteil dieser ganz kleinen Wege ist, man begegnet niemanden mehr. Das heißt, die Verkehrskonflikte, die finden da nicht mehr statt. Man ist allein, man ist im, also diese, der Weg zum Detail ist ein Weg von der Autobahn, vom ganz Großen, über die Bundesstraße, über die kommunalen Straßen hin zu einem Feldweg, wo man dann irgendwann ganz alleine ist. Und möglicherweise findet man auch keinen mehr, dem man erzählen kann, wo man da gewesen ist. Also die Details führen ja häufig zu einer Sprachlosigkeit, weil niemand mehr weiß, wo warst du? Das habe ich noch nie gehört. Also was sich halt leider ergeben hat, ist, dass sehr, sehr viele von dieser großen Straße abgebogen sind, weil sie gemerkt haben,
da komme ich wenigstens weiter. Denn auf der großen Straße gibt es unter Umständen jede Menge Stau. Mhm. Ja, da gibt es auch Gegenverkehr unter Umständen, genau, weil da Baustellen sind und so weiter. Ja. Mhm. Das heißt also, der Weg hin zu den kleinen Straßen, der Weg zu den Details, ist der Weg, wo man zumindest gefühlt sich bewegen kann. Ja. Das heißt, da tut sich was. Auch wenn man hinterher feststellt, Mensch, jetzt bin ich 4 Stunden lang über so eine kommunale Straße gegondelt, wäre ich auf der Autobahn geblieben, wäre ich wahrscheinlich schon viel weiter gewesen. Schönes Bild, denn man will doch eigentlich irgendwo hin, wo man sich wohlfühlt. Ja. Ich will ja natürlich nicht enden auf dem Waldweg, sondern am liebsten würde ich doch dann möglichst schnell einen Biergarten finden. Zum Beispiel. Ja? Ja. Aber den finde ich dann nicht. Mhm. Das heißt, ich bin dann irgendwie doch einsam. Und, abgeschlossen, und isoliert. Ist das nicht der Prozess heute? Die Probleme werden immer miniaturhafter. Mhm. Es ist ja auch in der Philosophie leider so, dass die Probleme immer kleiner werden. Das heißt, die Spezialisierungen der Fragen. Und man denkt sich manchmal, meine Güte, obwohl bei uns noch Bücher geschrieben werden, ja wo soll denn das enden? Die Spezialisierung, die Miniaturisierung der Probleme, also das ist etwas, was ich beklage. Es kommt mir ein bisschen wie die Entropie vor, nicht? Also diese Umwandlung von Bewegungsenergie in Wärmeenergie, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Alles verflüchtigt sich. Aber Willi, auf der einen Seite kann man ja denjenigen, die Wissenschaft betreiben, und damit eigentlich auch, in dem Fall würde ich einfach die Philosophie mal unter die Wissenschaften zusammenfassen, man kann den Menschen, die das betreiben, keinen Vorwurf machen, weil zur Karriere gehört dazu, dass man sich ja in irgendeiner Art und Weise darstellt. Ja. Also muss man, weil man das Ganze überhaupt nicht mehr überblicken kann, muss man verzichten. Und sich auf ein Detail zu reduzieren, zum Beispiel in der alltäglichen Arbeit als Philosoph, als Physiker, Biologe oder sonst irgendwas, bedeutet ja erstmal ein Verzicht auf die Frage nach dem Ganzen. Indem man sich eben einer Detailfrage zuwendet, sagt man, okay, ich muss das Ganze eben erstmal zurücklegen. Ich würde aber fordern, dass gerade von einer Strukturwissenschaft wie der Philosophie, die ja zunächst einmal kein eigenes Fachgebiet besitzt, sondern die eher ja sich über Strukturen von Erkenntnis Gedanken macht, würde ich erwarten, dass sie sich eben gerade nicht so entwickelt wie eine konkrete Wissenschaft, wie zum Beispiel die Physik. Von ihr würde ich hoffen, dass sie mitteilt, wie kann man insgesamt mit Problemen umgehen, welche Klasse von Problemen gibt es, welche Probleme gibt es bei der Erkenntnis über Probleme und so weiter. Aber nicht, dass sie genauso beginnt wie eine konkrete Wissenschaft, sich in immer mehr kleinere und Unterteilungen zu zerfasern, wo dann nachher am Ende der Blick fürs Ganze komplett verschwindet. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn also wenn man mal zurückguckt, irgendwo waren doch ursprünglich mal die Ideen sehr nah beieinander. So ein großer, dicker Stamm von Ideen. Ja. Deine Autobahn. Ja? Ja. Und dann ging es auseinander. Ja. Manche Äste waren einfach irgendwo zu Ende. Mhm. Es gab nun eine Zeit, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo das Wissen der Naturwissenschaften explosionsartig zunahm, der Erfolg groß wurde. Ja. Und exakt in dieser Zeit wurde in der Philosophie der Ruf nach Wissenschaftlichkeit laut. Das heißt, man hat wohl gemeint, man kann nur noch bestehen, wenn man etwas tut, was ähnliche Dignität, Zuverlässigkeit hat, wie naturwissenschaftliches Wissen. Also das war doch eine katastrophale Wende. Einerseits natürlich, das Bedürfnis nach Genauigkeit war immer schon da. Ja. Aber den Typus von Wissenschaftlichkeit nachzuahmen, den man selbst gar nicht verantworten kann, richtig, das ist doch eigentlich ein Irrtum. Das ist doch eigentlich eine Art von Einbahnstraße, aus der man nicht mehr rauskommt. Ja, also auf der einen Seite hat sich damit die Philosophie eben zu einer Wissenschaft unter vielen gemacht, indem sie nämlich praktisch von der Methodik her völlig auf die naturwissenschaftliche Ebene gekommen ist. Auf der anderen Seite hat sie damit aber auch das Gefühl bei den Naturwissenschaftlern erzeugt, die Philosophie, die ist ja sowas, wie wir das machen, dann brauchen wir uns ja gar nicht mehr drum zu kümmern. Ja. Also das finde ich einen enormen Verlust an Bedeutung für eine Wissenschaft, wenn sie sagt, okay, wir müssen also auf unser ureigenes Terrain müssen wir praktisch völlig verzichten. Ja. Wir machen das so wie die anderen, denn die anderen haben ja offenbar einen großen Erfolg damit. Dann müssen wir das eben genauso machen. Ja. Und man kann sich dem nicht so ohne weiteres verstellen, das stimmt ja. Also, aber man müsste doch immer wieder, würde ich mal sagen, sowas haben wie eine große Plattform, auf die man zurückkommen kann und sagen, so, hier sind wir Philosophen. Ja. Hier betreiben wir Philosophie. Das ureigenste Geschäft der Philosophen ist, sich mit möglicherweise unlösbaren Fragen so auseinanderzusetzen, dass sie aber immer noch für andere transparent nachvollziehbare
Erkenntnisprozesse anzeigen können. Ja. Ja, da tut sich was, da kannst du was machen. Ja. Und das Schlimmste, was ich eben an den Naturwissenschaften beobachte, ist, dass sie, obschon sie ganz klar die Philosophie eigentlich ablehnen, also namentlich zum Beispiel die Naturphilosophie, was ist denn das eigentlich, werde ich oft gefragt, machen sehr viele Naturwissenschaftler Grenzüberschreitungen, wo man ihnen wünschen würde, sie würden sowohl die begriffliche und argumentative Klarheit der Philosophie kennen, als auch deren methodische Strenge. So ist es. Ja, dass man also wirklich ganz genau weiß, du kannst hier nicht irgendwie in Anführungsstrichen rumlabern, sondern da gibt es sehr wohl Regeln, nach denen man philosophieren muss, wenn man philosophiert. Ja. Du bist ein guter Anwalt der Philosophie. Naja, ich bin ein Freund. Ein Freund der Philosophie. Ja. Philo. Philon. Genau. Und ich beobachte ja mit großem Interesse, dass es eben doch viele Studenten gibt zum Beispiel, die das Fach Physik studieren wollen, aber sehr gerne Philosophie nicht als Nebenfach, das hört sich so ein bisschen so an, so nebenher, sondern als Begleitfach haben wollen. Unter anderem, während des Studiums ist es eine fantastische Motivationsgeschichte, dass die Naturphilosophie einem sagen kann, warum man eigentlich Physik studiert. Mhm. Also den Grund für die Physik in all dem Wust von Übungsblättern, Praktika und so weiter. Aber auf der anderen Seite wird damit auch der Blick geschärft, was für eine Wissenschaft ist Physik eigentlich, welche Grenzen hat sie und wo werden zum Beispiel Grenzüberschreitungen vorgenommen, ob es bei der Physik ist oder bei den Neurowissenschaften oder wo auch immer, wo man sagen muss, Moment. Ja, was ihr da macht, ist ja ganz schlechte Philosophie. Ja. Gott sei Dank ist ja dieser kritische Blick auch gleichzeitig mit diesem Scientismus, also mit diesem Angleichungsprozess entstanden. Ja. Du erinnerst dich an Wittgenstein, der schon in seiner ersten Phase der Ansicht war, dass die Naturwissenschaften über Wahrheit und Falschheit nur in ihrem eigenen Terrain entscheiden können. Alles, was über den Rand des eigenen Forschens und Tuns hinausgeht, Religion, Kultur im Ganzen, Ethik und so fort, das ist nicht ihr Business. Aber man kann, wenn man, sagen wir mal, an Leute wie Einstein denkt, wir haben ja in den großen Denkern, niemand wird was dagegen haben gezählt. Es gibt eben auch einen neuen Typus von Philosophie in Wissenschaften. Ja. Und das heißt, Philosophie als Universitätsfach ist nicht mehr allein nur Philosophie. Also man muss auch mal die Rüstung hochklappen und sehen, es gibt Fragestellungen, die philosophisch, im Kern philosophisch sind, die aber in den Naturwissenschaften, in den anderen Geisteswissenschaften gestellt werden. Mhm. Also die Kompetenz, das ist wie eine Art von Parthenogenese bei der Kartoffel. Mhm. Die Philosophie wächst an allen möglichen Enden. Ja, ja. Und das finde ich interessant, weil das heißt, die Philosophie beschränkt sich nicht auf das Universitätsfach. Aber nochmal zur Geschichte. Ich habe mir überlegt, gibt es denn so eine Art von, Hegel hat das gedacht, so eine Kurve nach oben, dass es man immer mehr weiß, philosophisch generiert. Eine Wachstumskurve. Die Vernunft wird immer größer. Ja. Ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Denn ich meine, es gibt natürlich viele so kleinere und größere Irrtümer, die man in philosophischen Texten da und dort findet, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen. Aber, aber es gibt doch erstaunliche Einsichten, die kein Verfallsdatum haben. Also wir haben über Augustinus geredet, über seine Zeituntersuchung. Ja. Wenn du jetzt einen Sprung machst zu Husserl, der auch eine Zeitanalyse gemacht hat. Kannst du das nachlesen, Augustinus. Es ist erstaunlich, wie sich das gehalten hat. Ja. Auf der anderen Seite, parallel zu dieser Wissenschaftsgläubigkeit, fallen plötzlich große Themen der Philosophiegeschichte weg, die mal so eine Art Lackmustest des Denkens waren, zum Beispiel die philosophische Gotteslehre. Ja. Man hat heute, zumindest im deutschsprachigen Bereich, nicht im Angelsächsischen, aber bei uns hat man so den Eindruck, Gott ist kein Thema mehr, das ist irgendwie vom Tisch. Ja. Das heißt, wir haben so eine Art von Gestus übernommen, eine Art selbstherrlicher Gestus, so als wären wir heute einfach klüger. Dabei ist ja
die Frage nach Gott eine enorme Herausforderung. Warum wird das heute nicht wahrgenommen? Ich verstehe es nicht, weil ich kann es mir nur so erklären, dass diese Selbstüberschätzung dazu führt, dass man bestimmte Themen als abgehakt betrachtet. Ja. Also ich glaube, dass das Fehlen von dem Thema Gott viel damit zu tun hat, dass man offenbar meint, man könnte alles machen. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie alles machen kann, sondern dass alles machbar ist im Prinzip und man auf keine Instanz zu verweisen hat, die gewissermaßen das alles ermöglicht. Mhm. Um es mal so neutral wie nur möglich auszudrücken. Ich glaube, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass breite philosophische Kreise sehr erfahrungsarm sind. Also ich glaube, dass, und dann beginne ich schon den nächsten Satz wieder mit, ich glaube, daran siehst du schon, wie vorsichtig ich jetzt versuche zu argumentieren, weil ich da durchaus meine ganz persönliche Position habe. Ich glaube, dass sehr, sehr viele, die meinen, die Welt sei im Ganzen eine rein rationale Angelegenheit, die vollständig verständlich ist, wenn wir nur genügend Zeit, wenn wir nur genügend Mittel aufwenden, dann kriegen wir das völlig in den Griff und wir können dann eben auch entsprechend alles machen, dass die auf dem Holzweg sind. Die menschliche Erfahrung, die Lebenserfahrung lehrt eigentlich, dass man etwas verdankt. Ja, man kann viele Sachen beeinflussen, aber man kann auch viele Sachen nicht beeinflussen. Mhm. Und egal, wie man das immer nennen will, der Mensch ist, wir hatten es ja in den letzten Sendungen vor allen Dingen von dem Thema das Hineingeworfensein ins Leben. Man ist in der Tat hineingeworfen ins Leben und man steht dem auch gegenüber und muss irgendwie gucken, wie man damit klarkommt. Ja. Ja. Und ich finde nicht, dass also solche Sätze wie Religion ist Opium fürs Volk oder Gott ist dann der sogenannte Dealer, ja, also der einen praktisch nur mit solchen Visionen versorgt, dass das die richtige Haltung ist, sondern dass ich aus der Vision oder aus dem Glauben an einen Gott ethische Grundsätze ergeben, die so fundamental sind und so offenbar von einer solchen Tragweite und so einer solchen Beständigkeit, dass es ein Riesenfehler wäre, wenn eine aufgeklärte Gesellschaft darauf verzichten würde. Ja. Ich halte das für den Grundbestand unseres Denkens. Ja. Und wenn wir darauf verzichten, dann verlieren wir ganz, ganz, ganz viel. Ja. Vor allem, es wird dann überhaupt gar nicht mehr so richtig klar, woher die Grundimpulse für das kommen, was wir heute ganz normal halten. Ganz Menschenrechte, Demokratie, Gerechtigkeitsforderungen. Ja. Das ist alles aus diesem großen Sturm entstanden. Warum soll ich mich um die Zukunft kümmern? Ja, warum habe ich Verantwortung für die Zukunft? Ich kenne die Leute gar nicht, die sind ja noch gar nicht geboren, die kümmern sich auch nicht um mich. Ich meine, dass es ab nicht können, aber ich könnte mich auf so eine Grundposition zurückziehen und sagen, das ist mir doch völlig egal. Ja. Ich mache, was ich will. Denn mein Wille geschehe, in Anführungsstrichen, Ende der Durchsage. Ah, ja. Das finde ich also. Na gut, also ich bin froh, dass wir da Einigkeit haben. Es ist nochmal zum Entropie-Punkt zurück, diese Art von Verflüchtigung. Ja. Wir haben ja ein Phänomen, das Stichwort ist Pluralismus. Ja. Es gibt immer mehr von interessanten Theorien und so fort. Der Pluralismus hat eine negative Seite, man hat eine gewisse Verunsicherung, man weiß nicht mehr so richtig, was ist denn das große Ganze. Aber auf der anderen Seite hat man doch einen Riesenvorteil. Die Koexistenz, das friedliche Nebeneinander von Lebensformen, das wäre doch ohne die Philosophie eigentlich gar nicht denkbar geworden. Ich glaube, da hat die Philosophie doch einen enormen Beitrag geleistet. Ja. Also, diese Infusion von der Philosophie her, dass Menschen tolerant anderen gegenüber sein sollen, dass sie, auch wenn sie geworfen in ihr Leben sind und das Weltall auf dem Kreuz haben, dass sie doch tolerant sein sollten und akzeptieren sollten, es gibt völlig andere Lebensauffassungen. Richtig. Das ist doch ein enormer Impuls, den man heute noch nicht so richtig aufgenommen hat, jedenfalls nicht zu einem Punkt gebracht hat, wo das Zusammenleben dann auch gut funktioniert. Also ich würde das sogar, sagen wir mal, wenn man über die Frage spricht, was ist Bildung, würde ich das als einen ganz zentralen Bildungsbegriff hinstellen, dass man erfährt, dass du da bist, wo du bist, ist der blanke Zufall. Du könntest auch in einer ganz anderen Kultur sein, würdest du ganz anders denken. Ja. Sondern gerade diese,
die Anerkennung von multikulturellem Pluralismus, damit meine ich jetzt nicht Multikulti-Geschichten, sondern die Tatsache, dass es gleichberechtigt unterschiedliche Kulturen gibt, die aber transparent sind. Du kannst da reingucken, du kannst gucken, wie sind die entstanden, was ist deren Bestand an Werten. Und das anzuerkennen, das wird wahrscheinlich sogar die Grundlage werden für eine Philosophie des 21. Jahrhunderts. Denn wenn Philosophie weiterleben will, gerade im großen Chor der ungeheuer triumphal erfolgreichen Wissenschaften, dann muss sie sich ein Feld suchen. Sie muss praktisch. Ja. Sie ist ja schon praktisch, aber sie muss noch praktischer werden. Ja. Sie kann sich nicht mehr auf irgendwelche theoretischen Felder zurückziehen, denn mit dem Pluralismus zusammen sind ja völlig neue Probleme entstanden, die es vorher nicht gab. Ja. Man könnte das vielleicht in einen neuen Namen integrieren, was du gerade gesagt hast. Die Liebe zur Weisheit, der alte Name, sollte eigentlich heute die Liebe zur Menschlichkeit heißen. Mhm. Denn das ist eigentlich die Aufgabe. Ja. Was die Philosophie heute zu tun hat, ist Menschlichkeit beschreiben. Was ist eigentlich menschlich? Wir haben über Adorno und die kritische Theorie geredet. Der Adorno sagte mal, wir wissen nicht, was das Gute ist, aber wir wissen, was das Schlechte und Böse ist durch Auschwitz. Mhm. Also heute zu sagen, was könnte denn menschenwürdiges Leben sein, das ist eine wichtige Aufgabe. Unbedingt. Also guck dir an, was liefern die Naturwissenschaften für Möglichkeiten? Die Gentechnologie, das ist alles, was mit Veränderungen zu tun hat, die in uns stattfinden werden, weil man an uns manipulieren wird. Nanotechnologie, Gentechnologie. Wie viel Mensch steckt noch im Menschen, wenn große Teile von ihm schon, sagen wir mal, technologisch ersetzbar sind? Ja, also von Organverpflanzung, das haben wir ja schon, wird es irgendwann möglich sein, Hirne zu verpflanzen. Wer weiß, was ist denn dann noch an der Person dran? Was machen wir bezüglich Lebensverlängerung? Welche Technologien wollen wir einsetzen, wenn es darum geht, Leben zu retten? Ja. Wann retten wir das Leben des Einzelnen und wann sagen wir, wir lassen den lieber sterben, weil damit können wir viele andere Menschenleben retten? Alles das sind ja Fragestellungen, wo der Philosoph, der muss dabei sein. Denn er ist derjenige, der einer anderen Truppe sagen wird, passt mal auf, denkt an das und das. Für mich ist Philosophie sowas wie eine Innenrevision. Immer wieder überprüfen, machen wir noch das was ist wir gut, wollen. Ja. Innenrevision. Ja, ich meine, die Innenrevisoren sind nie besonders beliebt, das weiß ich. Aber sie sind notwendig. Völlig richtig. Sie sind absolut notwendig. Ja. Und das setzt aber voraus, dass diese Zerstreutheit des Denkens, die leider heute auch in der Philosophie Platz gegriffen hat, verschwindet. Und was wir gemacht haben, ist ja in den Spiegel dieser 2500 Jahre zu gucken. Und ich glaube, wenn wir da reingucken, sehen wir Großartiges. Und wir sehen, wie wenig wir heute im Hinblick auf diese Größen zu bieten haben, aber wie groß die Aufgaben sind, die wir die zu erledigen vor uns liegen, genau. Ja. Tja, meine Damen und Herren, 2500 Jahre Philosophiegeschichte. Wir haben uns nicht dran abgearbeitet. Wir haben ein paar Leute rausgenommen, einige. Immer nur so ein paar hier und da und dort. Hotspots vielleicht. Ja? Manche von Ihnen werden sagen, na, da habt ihr aber vergessen, habt ihr den und die und das und so weiter vergessen. Stimmt. Wir haben uns weit aus dem Fenster gelehnt mit dieser Reihe. Denker des Abendlandes ist ein Riesenbegriff und da gäbe es noch viel zu sagen. Ich will es mal ganz persönlich sagen am Ende. Für mich hat Philosophie vor allen Dingen was mit denen zu tun, die Philosophie betreiben. In diesem Fall ist es die Freundschaft eines Physikers mit einem Philosophen zusammen, die, zumindest was mich betrifft, der Kern von meinem Philosophieren darstellt. Ohne einen Philosophen an meiner Seite hätte ich mich mit Philosophie nie beschäftigt. Und ich kann Sie nur einladen, nehmen Sie teil an diesem unglaublich tollen Unternehmen Philosophie. Philosophie des Abendlandes ist eine grandiose Angelegenheit. Sie sind wirklich, das ist eine offene Sache. Machen Sie mit. Und mein letzter Satz, ich habe es vorhin schon mal gesagt, in dieser Sendung ist zusammen. Das ist das Glück. Willi, es war mir ein Vergnügen. Wunderbar. Cheers.